Bist du jetzt fertig? Oh, Schatz, das fragst du mich jetzt zum dritten Mal. Das ist genauso, wenn wir wegfahren und du mich nach 2 Minuten fragst, ob ich den Herd ausgestellt habe. Tu ich das? Ja, regelmäßig. Ihr kommt doch zurecht ohne mich, oder? Bestimmt. So. Ach, das wird mein Kollege sein. Ja, aber der muss jetzt mal warten. Sagst du das auch zu Nora, wenn sie mit dem nächsten Patienten kommt? Wieso? Wir sind hier in unserem Schlafzimmer, nicht in der Praxis. Ein bisschen ungeduldig ist er schon. Natürlich, wenn alle auf mich warten. Sag, und die Windeln, die vergisst du nicht? Nein, da denke ich dran. Komm, ich helfe dir. Da fährt die Mama weg. Tschüss, tschüss. Ciao. Oh, sag mal, wisst ihr, wie spät es ist? Ja, wir müssen zur Arbeit kommen. Oder zur Schule. Na, du gehst zur Apotheke und ich gehe in die Schule. Hast du dein Pausenbrot eingepackt? Ja, ich habe mein Pausenbrot eingepackt. Und dein Leberwurst. Und mein Leberwurstbrot habe ich auch eingepackt. Den Tee? Ja, den Tee, natürlich. Häuslein, hat Kiwi alles eingesteckt? Nein, deins steht noch auf dem Tisch. Er hat gesagt, er muss noch einen wichtigen Brief schreiben. Das hätte er sich ja wohl früher überlegen können. Los. Ich denke, wir wollen zur Schule gehen. Ich habe die Brote schon eingepackt. Ja, ich komme gleich. Ja. Warum hast du denn hier ein Herz drauf gemacht? Das geht dich gar nichts an. Warum denn nicht? Pass auf. Jeder von uns hat ein kleines Geheimnis, ja? Und das muss man ihm auch lassen. Ja, ich warte ja die ganze Zeit nur auf dich. Ach ja, stimmt. Du gehst schon mal vor, ich komme nach. Okay. Clara! Bin schon weg. Ein Arzt oder holt einen Rettungswagen. Ich bin Arzt. Können Sie mich verstehen? Ja, ja. Können Sie Arme und Beine bewegen? Haben Sie aber Glück gehabt. Haben Sie eine Trage oder sowas? Mir geht's gut, alles okay, alles okay. Vorsichtig. Kommen Sie, ich bringe Sie schnell in meine Praxis um die Ecke. Es geht schon wieder. Kommen Sie, jetzt. Soll ich mitkommen? Nee, nee, danke. Der kommt schon wieder auf die Beine. So. Das war's. Hm. Danke. Ich bräuchte noch Ihre Chipkarte. Ah, die habe ich nicht dabei. Macht nichts. Gehen Sie einfach morgen vorbei. Bei der Gelegenheit schaue ich mir sie noch mal an. Und den Rest vom Tag legen Sie sich bitte hin, ja? Ich bin selbstständig. Kann ich nicht einfach blau machen. So ein Kratzer. Gut, aber wenn Sie Kopfschmerzen haben, dann melden Sie sich sofort, ja? Mach ich. Danke. Bitte. Er geht und ward nie mehr gesehen. Nora, jetzt hören Sie doch auf, immer an das Schlechteste von Menschen zu denken. Wir haben seinen Namen und seine Adresse. Papier ist geduldig. Ich kenne solche Typen. Wenn man so lange als Sprechstundenhilfe arbeitet, entwickelt man einen Röntgenblick. Super. Dann machen wir einfach eine Radiologie auf und ich spare mir das Geld für die teuren Apparate. Ich habe was geträumt, Herr Dr. Kleist. Ich habe geträumt, dass ich morgens in die Praxis will und die Leute stehen Schlange bis auf die Straße und lassen mich gar nicht rein. Und sagen, ich soll mich hinten anstellen. Das war ein Albtraum. Und was ich träume, das bewahrheitet sich irgendwie. Soll ich immer mein Buch über Traumdeutung leihen? Das ist überhaupt eine super Idee. Wir schreiben auf das Türschild Radiologie und Traumdeutung. Sie nehmen mich ja gar nicht ernst, Herr Doktor. Ach, Nora, Sie sind die Einzige, die ich wirklich ernst nehme. Wer ist mein nächster Patient? Frau Nowak. Und nein, ich habe nicht von ihr geträumt. Vielen Dank. Bitte schön. Das ist nett von Ihnen. Tschüss. Oh, Entschuldigung. Tut mir leid. Echt, tut mir leid. Sie können nichts dafür. Ja. Von meinen Schuhen. Thomas? Thomas Mannefeld? Julia. Ey. Was machst du in den Eisenach? Ja, dasselbe wollte ich dich auch gerade fragen. Was hast du eigentlich da an deinem Kopf gemacht? Ach, so ein Kratzer. Okay. Ja, ich bin vorübergehend in Eisenach. Ist nicht viel los hier, hä? Mir gefällt es eigentlich ganz gut. Aber ich finde es echt krass, dass wir uns jetzt hier einfach so auf der Straße getroffen haben nach einem Jahr. Ja. Oder? Wer ist das denn? Das ist
der kleine, süße Paul. Und das ist Thomas. Hey, ist das dein Baby? Sieht er mir denn ähnlich? Ja, ich weiß nicht. Für mich sehen alle Babys gleich aus. Was? Das stimmt aber nicht, oder, Paul? Paul ist ein ganz besonderes Baby. Also, ich passe tagsüber auf ihn auf. Ich wohne bei meinem Onkel und mache nebenher die Abendschule. Ja, und was machst du? Ja, ich bin selbstständig. Ich arbeite auf dem Bau als Schreiner. Ein bisschen Kohle verdienen und dann ab nach Spanien oder so. Oh, und dann habe ich dir jetzt das Abendessen versaut? Ach, passiert mir ständig. Weißt du was? Ich lade dich heute Abend zum Essen ein. Mich? Ja, oder siehst du sonst noch irgendwen hier? Nein, ich meine, es ist nett von dir. Also, es ist abgemacht? Paul, abgemacht? Der Doktor kommt gleich. Kann ich Ihnen helfen? Kennen wir uns nicht? Leonie. Genau, Leonie. Das ist ja eine Überraschung. Wir haben uns ja ewig nicht gesehen. Ja. Also, wenn mich nicht alles täuscht, seitdem du und Susanne zusammengekommen sind. Ja. Susanne hatte einen tödlichen Autounfall vor 3 Jahren. Ich weiß, ich hab davon gehört. Ja, du hast, glaube ich, Elmar geheiratet. Das ist aber auch schon 10 Jahre her. Mein Gott, die Zeit an der Uni. Das ist wirklich ewig. Ich habe deinen Namen auf dem Schild gelesen, aber meinst du, ich bin draufgekommen, dass du dahinter steckst? Ja, wie geht's, Elmar? Ich habe ihn ewig nicht gesehen. Ich auch nicht. Ja, aber Gott sei Dank. Elmar ist in den Mittleren Osten gegangen. Ah, Entwicklungshilfe. Nein, er praktiziert in Dubai und verdient sich dort eine goldene Nase. Ja, schön, dich zu sehen. Was führt dich hierher? Ich bin die neue Chefin vom Tourismusbüro. Hier, in Eisenach. Nein, dann werden wir uns ja öfter sehen. Wir müssen unbedingt noch was zusammen machen. Gerne. Tja, was kann ich für dich tun? Ich habe starke Schmerzen hier und fühle mich seit einiger Zeit ziemlich schlapp. Mhm. Stell dich doch mal hin. Tut es weh? Oh. Mhm. Und das? Mhm, auch. Problem? Naja, ich hab mit dem alten Englisch noch ein bisschen Probleme. Okay. Ich meine, ich kenne ja schon das Moderne nicht. Echt? Also ich finde das irgendwie schön. Ich weiß nicht, das ist so poetisch. Und Club der Toten Dichter finde ich sowieso toll. Ja, nur in Mathe. Also da kapp ich momentan irgendwie gar nichts. Also das wiederum kann ich. Wenn du willst, kann ich dir ein bisschen helfen. Ja, das ist doch eine gute Idee. Club der Toten Dichter gegen Mathe. Abgemacht. Okay. Na, ihr beiden? Heimlichkeiten? Nö. Ja, habt ihr schon gehört? Der Uhu soll halt krank sein. Dr. Euler? Ja. Bist du dir da echt sicher? Ja, also ich glaube schon. Wir hätten die letzten 2 Stunden frei. Seid ihr weg? Nee. Leonie, du hast eine Nierenbeckenentzündung. Aber ich werde dir ein Antibiotikum geben, dann nimmst du bitte morgens und abends eine Tablette. Das wird die Schmerzen lindern. Du musst mir aber versprechen, dass du sie auch weiter nimmst, wenn die Symptome bereits weg sind, ja? Ich weiß, ich war mit einem Arzt verheiratet. Außerdem solltest du viel trinken und dich am besten ins Bett legen. Oh, das passt mir gerade gar nicht ins Konzept. Das sagen alle, aber du möchtest doch gesund werden, oder? Sicher. Also, pass auf dich auf. Jawohl, Herr Doktor. Nora, Frau Sturm braucht einen neuen Termin. Wann hören Sie denn? Ja, mehr links, links. Ja, weiter. Alles gut. Komm weiter. Komm. Ja. Das war's. Ab hier wird getragen. Warte, ich lutsch dich da durch. Los, komm. Meinetwegen. Komm. Komm. Mehr links.
Mehr links! Stopp, stopp, stopp! Scheiße! Was passiert? Scheiße! Ah, das ist meine Hand. Zeig mir. Verdammt, ey. Zeig dir. Ah, Mann! Bist du bescheuert, oder was? Wieso? Indianer kennt keinen Schmerz. Hast du verstaucht oder so? Ja, sieht so aus. Na los, komm. Die Hölzer gehen nicht allein ins Haus. War denn so wichtig, dass du es mir nicht in der Schule sagen konntest? Naja, das geht nur uns beide was an. Du hättest mich ja auch anrufen können. Nein. Und warum nicht? Ich wollte dir dabei in die Augen sehen. Aber es ist gar nicht so einfach. So? Ja, auch. Weil ich gar nicht weiß, was los ist. Wie was los ist? Na, mit deinem Freund, dem Marco. Na, nichts ist los. Heißt das, ihr seid nicht mehr zusammen? Nee, schon seit 1000 Jahren nicht mehr. Gut, also nicht gut. Es tut mir leid. Das brauchst nicht. Das mit Marco, das war nichts Ernstes. Mir ist es ernst. Womit? Mit dir. Warum sagst du es denn nicht gleich? Kannst du das ausruhen? Jetzt lass mal den Arzt beiseite. Komm, trink einen Kaffee mit mir, ja? Also, mit einer Nierenbeckenentzündung solltest du aber lieber im Bett bleiben. Mir geht's doch schon viel besser. Außerdem befolge ich brav deine Anweisung und nehme fleißig Flüssigkeit zu mir. Hier gern stilles Wasser, bitte. Ich glaube wohl eher, du solltest mal eine Pause machen. Ja, Marlene ist auf einer Fortbildung, da werde ich natürlich total gefordert. Hey, das nenne ich ja mal fortschrittlich. Ein Mann, der versucht, Arbeit und Familie unter einen Hut zu bringen. Na, ich bin ja mit meinem Job verheiratet. Ja, ich versuche mich hier gerade in Eisenach ein bisschen einzuarbeiten, die wichtigen Leute kennenlernen und so. So, bitteschön. Danke. Vielleicht magst du mir ja helfen. Du kennst doch alle hier. Hast du denn schon eine Wohnung? Ich suche noch. Im Moment wohne ich im Hotel. Weißt du was für mich? Ich kann mich mal umhören. Was schwebt dir denn so vor? Ich bin leider ziemlich anspruchsvoll. In jeder Beziehung. Entschuldigung. Sturm? Ja, bin schon unterwegs. Mein neuer Chef braucht mich. Ja, schade. Dann müssen wir unseren kleinen Plausch ja wohl auf ein andermal verschieben. Also, bis morgen. Wieso bis morgen? In deiner Praxis. Ach so, ja. Und danke für den Kaffee. She walks in beauty like the night of cloudless climes and starry skies. And all that best of dark and bright meet in her aspect and her eyes. Okay, zeig mal. Also, in ihrer Schönheit wandelt sie wie wolkenlose Sternennacht. Vermählt.
auf ihrem Antlitz sich des Dunkels Reiz und des Lichtes Pracht. Das gilt aber nicht. Wörtlich übersetzen war ausgemacht und du hast es auswendig gelernt. Was mir gefallen hat. Ja? Hallo. Also, wer lernt, der muss auch was essen. Frisch gebacken, bitte schön, ihr zwei. Danke. Sind noch warm. Was ist denn das? Der Club der Toten Dichter. Klasse. Englisch oder Theater AG? Ja, das ist beides eigentlich. Beides? Mhm. Schön. Mhm. Tja, dann will ich mal nicht länger stören. Ach, und Inge? Ja? Danke. Bitte, gerne. Hast du mal einen Marker? Ja. Okay. Mama, wetten, in 2 Minuten kommt wieder jemand. Ja, ist das bei euch denn immer so? Naja, nur wenn ich weiblichen Besuch habe eigentlich. Hast du den denn oft? So weiblichen Besuch? Ja, es geht. Also früher öfter, aber inzwischen eigentlich nicht mehr. Ja. Wer war denn schon so alles da? Ja, willst du Namen hören jetzt, oder wie? Ach, Clara. Du, Piwi, mir ist langweilig. Dann geh doch rüber mit deinen Puppen spielen. Oh. Nele und ich, wir müssen lernen. Die sehen aber lecker aus. Hast du keine gekriegt? Doch, aber meine habe ich alle schon aufgegessen. Dann nimm noch die Kekse und geh einfach wieder rüber. Möchte Nele keine mehr? Nein, die möchte keine mehr. Stimmt doch, oder? Ja, eigentlich muss ich jetzt sowieso los. Meine Mutter wollte noch zum Einkaufen mit mir. Jetzt schon? Ja. Du kannst ja bis morgen mal überlegen, wer schon so alles da war. Weiblicher Besuch, meine ich. Okay, tschüss, Clara. Tschüss. Oh, oh, die ist sauer. Habe ich was Falsches gemacht? Nein. Du nicht. Ach komm, das wird schon wieder. Aha, der Herr macht sich fein für den Abend. Wo soll's denn hingehen? Ich bin zum Essen eingeladen. Das ist ein gutes Stichwort. Bei uns im Kühlschrank herrscht gähnende Leere. Kannst du mal mit dem Vorschuss rüberkommen? Tut das so weh? Naja, nur wenn ich eine falsche Bewegung mache. Weißt du was? Guter Tipp von mir. Dann mach eben keine falsche Bewegung. Ich lach später drüber. Das reicht dir für eine Woche. Schönen Abend noch. Heute Thomas zum Essen eingeladen. Wer ist denn Thomas? Ach, der ist ganz okay. Das heißt, eigentlich kenne ich ihn gar nicht so gut. Der war früher in meiner Clique, aber wollte immer raus aus Erfurt. Aha. Und mit 17 ist er dann weggegangen. Guten Abend, ihr Süßen. Hallo. Mmh. Was köchelt denn hier Feines? Lasagne. Mit meiner Spezialfüllung. Für mich mit der extra viel Bechamelsoße. Ja, sollst du kriegen. Und die stellst du den übrigen. Ja. Oh, das reicht ja für Jahrhunderte. Hey. Ja? Ach, du auch. Super Sonderangebot. Verstehe. Wo sind denn die anderen? Wie geht's Paulchen? Der schläft. Na, Piwi macht mit Clara Hausaufgaben. Ah, ich habe heute übrigens noch jemanden eingeladen. Ich hoffe, das ist euch recht. Jo. Wer denn? Es hat geklingelt, soll ich aufmachen? Nee, ich mach das schon. Wer kommt denn? Ein Freund von früher. Ein neuer Verehrer vielleicht? Ja. Man weiß es nicht. Hallo, ist aber pünktlich. Lernt nur beim Bauch. Hier. Wow, danke schön. Komm rein. Oh, geiles Haus. Das ist mein Freund Thomas aus Erfurt. Das ist mein Opa Johannes, seine Frau Inge. Hallo. Christian, Piwi und Clara. Ja,
Das ist ja eine Überraschung. Hallo, Herr Doktor. Ihr kennt euch? Ja, er hat mich heute Morgen verarztet. Ja, wie geht's? Ja, ich habe momentan nicht gerade eine Glückssträhne. Ich wäre morgen vorbeigekommen wegen der Chipkarte. Kein Problem. Setzen Sie sich doch. Er arbeitet auf dem Bau. Oh. Die Lasagne, vorsichtig heiß. Wie lange arbeiten Sie denn schon auf dem Bau? Ich bin seit 6 Wochen dabei. Wird nicht schlecht bezahlt. Für wen arbeiten Sie denn? Effner Hoch- und Tiefbau. Baustelle am Markt, das neue Seniorenwohnheim. Und Sie arbeiten trotz der Verletzung weiter? Was? Das ist nichts. Außerdem bin ich selbstständig. Da kann man nicht einfach krank machen. So, jetzt haben wir dem jungen Mann genug Löcher in den Bauch gefragt. Nun ist mal Schluss. Wein? Ja, gerne. Ich habe übrigens als Student auf dem Bau gearbeitet. Das war eine ganz schöne Plackerei. Wir mussten ja die Ziegel und die Zementsäcke noch hochschleppen damals, nicht? Du? Du hast mal auf dem Bau gearbeitet? Ach, hör mal. Traust du mir das nicht zu, oder was? Ja, ja, das kommt ganz drauf an, was du da gemacht hast. Ja, wahrscheinlich Löcher gebohrt. Ich kann super mit dem Bohrer umgehen. Ich habe nur einmal in der Stromleitung gebohrt und das muss ich mir jetzt bis an mein Lebensende anhören. Du böses, böses kleines Mädchen. Ja, wir hatten einen Tag Stromausfall. Ja, und es war mitten im Winter und es war ein Desaster. Die Heizung fiel natürlich auch aus. Ich schwöre hoch und heilig, wenn es noch mal was zu dübeln gibt, dann mache ich das nur im Sommer. Sehr schön. Also dann, guten Appetit. Aber nur, wenn ich auch was krieg. Okay, entschuldige, Inge. Hallo. Träum was Schönes. Schweigsam gewesen. Ich hatte heute irgendwie nicht so viel Lust zum Reden. Hast du ein Problem? Alles super. Ich bin ein bisschen müde. Papa? Ach, schon gut. Sag schon. Ich habe einen Freund und der hat ein ziemliches Problem. Um wen geht's? Den kennst du nicht. Das ist einer aus meiner Klasse. Mhm. Und, was hat er für ein Problem? Er hat's vermasselt. Er hat seiner Freundin erzählt, dass er schon jede Menge Feuer hatte. Naja, und jetzt hat er ein schlechtes Gewissen. Und traut sich nicht, sie anzurufen. Und warum traut er sich nicht? Er hat Angst, dass wenn er anruft, dass sie auflegt und gar nichts mehr mit ihm zu tun haben will. Kommt auf den Versuch drauf an, oder? Meinst du? Da bin ich mir ganz sicher. Außerdem, wenn sie wirklich seine Freundin ist und ihn liebt, dann wartet sie nur drauf, dass er anruft und ihr die Wahrheit sagt. Das klingt gut. Ich werde es ihm sagen. Schlaf gut. Ja? Marlene? Ja, uns geht's gut. Und dir? Wie war dein Tag? Paul ist schon im Schlummerland. Wir vermissen dich auch. Übrigens, Thomas, es war schön, dass Sie da waren. Sie können jederzeit gerne wieder bei uns reinschauen. Danke, mache ich ganz bestimmt. Thomas, du sagst, Gott, ist alles in Ordnung? Ja, ist eigentlich alles gut. Kommen Sie, kommen Sie. Vorsicht. Ist okay. Können Sie nein, wir müssen nur die Schüsse runter. Das ist schon okay. Kein Problem. Ja,
Was ist denn passiert? Ist nur die Schüssel runtergefallen. Ich würde Sie gern morgen in der Praxis sehen. Das geht nicht. Ich muss morgen um 7 auf dem Bau sein. Keine Widerrede. Kommen Sie um 8. Ich nehme Sie als erstes dran, ja? Soll ich Sie nach Hause bringen? Okay. Ja, mach ich. Nein, nach Hause brauchen Sie nämlich bringen. Also Vorsicht, Vorsicht. Ich bin zu Fuß und das ist nicht weit weg. Ich frische Luft wird mir gut tun. Okay, Julia. Und danke. Tut mir leid für die Umstände, ja? Ja, schon okay. Bringst du Thomas zur Tür? Ja, klar. Komm, los. Danke. Was ist denn eigentlich mit deiner Hand? Ach, nichts, ey. Habe ich mir heute Morgen nur verstaucht. Halb so schlimm. Danke nochmal für die Einladung und ich hoffe, es war okay für dich. Ja, das war doch sehr nett. Na dann, gute Nacht. Gute Nacht. Jetzt haben wir es. Bevor ich es vergesse, die Karte. Danke. Ah, guten Morgen. Na, wie geht's Ihnen heute? Alles im grünen Bereich. Bereit für eine kleine Rundfahrt? Ja. Was haben Sie denn da gemacht? Ach, nichts. Ist eine kleine Prellung oder so. Hat es jemand behandelt? Nee. Ich habe da einen Verband drüber getan und Salbe drauf. Darf ich mal gucken? War alles geschwollen? Nein. Oh, das sieht aber gar nicht gut aus. Nora, rufen Sie mal bitte bei Dr. Haas an, ob wir einen Röntgen einschieben können. Das ist echt nicht so schlimm. Wie ist denn das passiert? Ja, mir sind da Bretter draufgefallen, gestern. Es hat erstmal super wehgetan, aber danach war es okay. Tut es weh? Richtig schlimm ist es erst nachts geworden. Herr Mannefeld kann in 5 Minuten raufkommen. Sehr gut. Begleiten Sie ihn bitte nach dem EKG nicht, dass er uns umkippt. Und bringen Sie ihn wieder mit runter. Ja. Dreimal täglich eine, vor dem Essen. Brauchen Sie eine Tüte? Ach, danke. Das geht schon. Wiedersehen. Gute Besserung. Danke. Tschüss. Pibi. Ich glaube, Zahnpasta haben wir genug zu Hause, oder? Du sagst doch immer, du merkst, was die Leute brauchen. Meistens ja, manchmal nicht. Und? Was brauche ich? Ich würde sagen, du bist mit mir verwandt. Gut genährt, jung, sportlich, intelligent. Vielleicht ein bisschen blass um die Nase. Hast du Liebeskummer? Tja. Dagegen habe ich natürlich kein Medikament. Warte, ich zieh mal eben meinen Kittel aus. Frau Bieber, ich gehe mit Pibi ein Eis essen. Ist es schlimm? Und weiß sie davon? Ich meine, dass du dich in sie verliebt hast. Ja. Und mag sie dich auch? Ja. Wo ist denn das Problem? Lass uns hier reingehen. Hat sie noch einen anderen? Guten Tag. Guten Tag. 2 Cappuccino, bitte. Für mich einen Apfelsaft, bitte. Wollen wir hier? Ja, ja, klar. Dann mal los. Ich habe getönt, dass ich schon viele andere vor ihr hatte. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich das gesagt habe, ich Idiot. Ja, weil du nicht als Anfänger dastehen wolltest. Den gleichen Fehler habe ich auch mal gemacht. Sie hieß Peggy, war 16 und ich 17. Jetzt guck ich so, als ob du dir das nicht vorstellen kannst. Ich war auch mal jung, Mensch. Ja, klar. Hast du mal Schwein gehabt? Das war die einzig richtige Antwort. Also. Ich wollte natürlich einen unheimlich guten Eindruck auf Peggy machen und habe ihr erzählt, ich sei 18 und hätte ein eigenes Motorrad.
Dabei hatte ich noch nicht mal einen Führerschein. Und am nächsten Abend habe ich sie mit dem Motorrad meines Vaters bei sich zu Hause abgeholt. Und er wusste das? Natürlich nicht, aber er hatte ziemlich schnell erfahren, weil die Polizei vor unserer Tür stand. Und was hat er gesagt? Das werde ich meinem Vater nie vergessen. Er hat den Polizisten erzählt, er sei selbst gefahren. Da war ich aus dem Schneider. Bei der Polizei. Und deine Freundin? Hat einen echten 18-Jährigen mit echten Führerschein und Motorrad vorgezogen. Was ich damit sagen will, lass die Lügerei. Das, Gino? Dankeschön. Sehen Sie das? Das ist ein komplizierter Trümmerbruch im Mittelhandknochen. Ich will Ihnen keine Angst machen, aber wenn das nicht binnen kürzester Zeit operiert und verdrahtet wird, dann kann es sein, dass Ihre Hand für immer steif bleibt. Was heißt binnen kürzester Zeit? Ja, ein, zwei Tage höchstens. Entschuldigung. Ja, Kleist? Ah, Herr Kollege, das ist ja toll, dass Sie so schnell anrufen. Ja, der Patient ist gerade hier. Ja, finde ich auch. Hervorragend. Dankeschön. Sie haben Glück im Unglück. Das war Dr. Wiegand, Spezialist für Handchirurgie. Er will Sie sehen. Nora wird Ihnen eine Überweisung schreiben. Heute noch? Damit ist nicht zu spaßen. Aber ich kann heute nicht. Ich muss auf den Bau. Es geht heute nicht. Hören Sie, wenn Sie noch mehr Zeit verplempern, dann kann es sein, dass Ihre Hand steif bleibt. Und zwar für immer. Wollen Sie das? Natürlich nicht. Darf ich mal sehen? So. Die Hand ist nicht geschwollen. OP spätestens morgen, würde ich sagen. Wir haben riesen Glück gehabt, dass mein Kollege sie gleich hierher geschickt hat. Aber ich verstehe das nicht. Ich kann meine Hand doch bewegen. Noch, aber nicht ohne Schmerzen. Schauen Sie, wir müssen den Trümmerbruch einrichten und verdrahten. Darum geht's. Und wenn was schief geht bei der Operation? Dann ist die Hand steif, unwiderruflich. Wie stehen meine Chancen? Gut, wenn Sie es sofort machen lassen. Wenn nicht, tja, dann sehe ich wirklich schwarz. Ja, denken Sie, ich will eine steife Hand. Dann werde ich Dr. Kleist informieren und werde Ihnen jetzt eine Schwester reinschicken, damit sie die Formalitäten mit Ihnen durchspricht. Bleiben Sie sitzen. Wir sehen uns morgen im OP. Wo wollen Sie denn hin? Wir müssen noch den Aufnahmebogen ausfüllen. Kommen Sie. Hallo, Pevi. Tag, Frau Järisch. Ist Nele da? Nee, die ist bei einer Freundin. Ach so, schade. Soll ich ihr was ausrichten? Nee, es war nur wegen der Matheaufgabe. Ich sag ja, sie soll dich anrufen, ja? Nee, das ist nicht nötig. Ich ruf sie dann selber an. Okay. Okay, tschüss. Tschüss, Pivi. Deine Ma hat gesagt, du wärst bei einer Freundin. Ja. Hör mal, es tut mir echt leid. Ich habe mich so zickig benommen. Dir muss es nicht leid tun. Eigentlich muss es mir leid tun. Das mit den Mädchen, das stimmt alles gar nicht. Das einzige Mädchen, was immer zu mir ins Zimmer kommt, ist Clara. Ja, aber warum sagst du denn dann sowas? Ich weiß es nicht. Ich habe mich benommen wie ein Idiot. Ich mich doch auch. Gehen wir ins Kino? Okay. Was ist er?
Herr Mannefeld, mein Name ist Jansen. Hallo. Hallo, ich bin Verwaltungsdirektor der Klinik Eisenach. Unter anderem zuständig für Versicherungsangelegenheiten. Herr Mannefeld, wir haben ein dickes Problem. Wieso? Wir haben Ihre Kasse kontaktiert wegen einer Kostenübernahmeerklärung. Dabei hat sich herausgestellt, dass Sie seit 2 Monaten nicht mehr krankenversichert sind. Stimmt das? Ja. Können Sie mir einen vernünftigen Grund dafür nennen? Ich bin selbstständig, ich bin jung, ich dachte, mir passiert schon nichts. Und ich kann mir die Kosten sparen. Herr Mannefeld, wissen Sie, was das bedeutet? Kann ich operiert werden? Doch, natürlich. Wir haben die Pflicht, Sie zu versorgen. Allerdings, die Rechnung geht an Sie. Sie haften für alle anfallenden Kosten. Ich habe aber kein Geld. Tja, da hätten Sie früher dran denken müssen. Tut mir leid. Fühlst du dich heute? Viel besser. Ich habe geschlafen wie ein Murmeltier. Und die Schmerzen sind auch weg. Prima. Trotzdem solltest du dich schonen. Das ist leichter gesagt als getan. Also 120 zu 80. Und dann fühlt sich alles normal. Hier sind die Ergebnisse der Urinprobe. Danke, Nora. Das sind aber schon viel bessere Werte als gestern. Ja, ich halte mich eben strikt an die Anweisung meines Arztes. Ja, bis auf die Bettruhe. Das dauert lang, bin ich so allein. Und, hast du Lust? Wollen wir heute Abend was unternehmen? Leonie, ich bin verheiratet. Meine Familie wartet auf mich. Schade eigentlich, aber falls du es dir noch anders überlegst, du weißt ja, wo du mich finden kannst. Wiedersehen. Nora, schöne Blumen. Haben Sie die gekauft? Nein, die sind von Ihrer besten Patientin. Teilen wir unsere Patienten jetzt schon in gut und schlecht? Nein, aber Frau Sturm wird uns wohl häufiger beehren, glaube ich. Was ist denn noch? Ich habe 2 Nachrichten für Sie. Eine schlechte und eine schlechte. Welche wollen Sie zuerst hören? Nora, ich habe wirklich keine Zeit zum Rätselraten. Was ist los? Anruf von der Klinik. Ihr Patient Thomas Mannefeld ist spurlos verschwunden. Und die Adresse, die er bei uns und in der Klinik hinterlassen hat, existiert überhaupt nicht. Ebenso wenig die Telefonnummer. Und versichert ist er auch nicht. Hallo, ihr beiden. Na, wie geht's? Alles bestens. Hallo, mein Kleiner. Na, der ist ja mein Paul. Süßer. Hör mal, Julia, ich muss dringend Thomas finden. Weißt du, wo der wohnt? Keine Ahnung, was ist denn mit ihm? Er muss an der Hand operiert werden. Und in seiner Hand? Ich dachte, der hätte eine Kopfverletzung. Wo ist denn das Problem? Er ist nicht versichert, deswegen muss er die OP selber bezahlen. Aber ich mache mir echt Sorgen, ob er sich darüber im Klaren ist, wie dringend das ist. Wenn er sie nicht schnell behandeln lässt, dann kann er seine Hand vergessen. Also nach Dresden ist er auf gar keinen Fall gegangen, da bin ich mir ganz sicher. Der hatte mir aber was von Spanien gesagt und dass er dahin gehen will, wenn er genug Geld hat. Da spart man natürlich, wo man kann. Und mit einem Unfall rechnet ja keiner. Weißt du wirklich nicht, wo er ist? Keine Ahnung. Aber vielleicht weiß einer seiner Kollegen auf dem Bau, wo er wohnt. Danke dir. Viel Glück. Hallo? Ah, Marlene, wie geht's? Nein, du hast Christian leider gerade verpasst. Aber hier ist jemand, der dich unbedingt sprechen will. Können Sie mir sagen, wo ich Thomas Mannefeld finde? Herr Doktor, was wollen Sie denn von ihm? Das darf ich Ihnen nicht sagen, ärztliche Schweigepflicht.
Aber er läuft Gefahr, dass seine Hand steif bleibt. Er muss dringend operiert werden. Vielleicht können Sie mir sagen, wo er wohnt. Er wohnt bei mir. Da oben ist sein Zimmer. Danke. Was denn? Sie sind einfach abgehauen. Das war keine gute Idee. Das war eine Entscheidung, okay? Das ist keine Entscheidung, das ist Dummheit. Sie haben keine Ahnung. Thomas, ich weiß ganz genau, dass Sie nicht krankenversichert sind. Und ich weiß, dass Sie Angst davor haben, bezahlen zu müssen, weil Sie nämlich kein Geld haben. Aber es geht hier um Ihre Hand. Menschenskinder, wie schwer vom Begriff sind Sie eigentlich? Dieser Verwaltungsdirektor hat gesagt, ich muss die Operation selbst bezahlen, weil ich nicht versichert bin. Also hat es gar keinen Sinn, dass ich mit ihm mitkomme. Überlassen Sie das bitte mir, ja? Es geht um einen medizinischen Notfall. Und was ist, wenn die dann das Geld nach der Operation von mir holen wollen? Wieso, haben Sie es denn? Nein, natürlich nicht! Passen Sie auf, wir kümmern uns erst um Ihren Eingriff und dann um die Kosten. Einverstanden? Warum sollte die Klinik sich darauf einlassen? Menschenskinder, warum überlassen Sie die Begründung nicht einfach mir? Hm? Also kommen Sie jetzt mit, ja oder nein? Warum tun Sie das alles? Keine Ahnung. Weil Sie mein Patient sind? Oder weil ich die Verantwortung übernommen habe? Wie stellen Sie sich das vor, Herr Dr. Kleist? Meine Aufgabe ist es, darauf zu achten, dass gewisse Regeln eingehalten werden. Ohne irgendwelche Ausnahmen. Ich kann keine Operation genehmigen, ohne dass die Kostenübernahme geklärt ist. Es geht hier um einen medizinischen Notfall! Das ist mir bekannt. Aber wissen Sie, was mir der Vorstand sagt, wenn ich das ohne Rücksprache durchgehen lasse? Wenn mir der Patient sagt, er kann die Operation nicht bezahlen und wir damit womöglich einen Präzedenzfall am Hals haben. Herr Jansen, wir können hier stundenlang über juristische Spitzfindigkeiten reden, aber die Zeit haben wir nicht. Bitte, rufen Sie Dr. Wiegand an, der wird Ihnen das Gleiche sagen. Dr. Wiegand ist im OP und nicht zu sprechen. Sehen Sie, das hat keinen Zweck. Sie bleiben jetzt hier! Thomas Mannefeld ist Handwerker. Er ist gerade mal 20 Jahre alt. 19. Bitte, jetzt warten Sie mal draußen. Von mir aus, dann ist er eben 19. Fakt ist, wenn wir die Hand nicht operieren, kann er sie nicht mehr gebrauchen. Und wenn er sie nicht gebrauchen kann, dann wird er ein Sozialfall. Wollen Sie das verantworten? Mich können Sie nicht dafür verantwortlich machen, dass Herr Mannefeld sich nicht versichert hat, um Kosten zu sparen. Die Klinik wird die Kosten auf keinen Fall übernehmen. Es geht doch hier nicht darum, Kosten zu sparen, verdammt nochmal! Es geht darum, seine Hand zu retten! Verstehen Sie das nicht? Ich bin gerne bereit, das vor dem Vorstand zu rechtfertigen. Frau Friedrich, weisen Sie Herrn Mannefeld ein Bett zu. Ich werde das auf meine Kappe nehmen. Danke. Hi. Na, ihr zwei. Wollt ihr mit in den Streichelzoo? Wir müssen Englisch machen. Ja. Na dann viel Vergnügen. Heute habt ihr das Haus für euch. Viel Spaß. Tschüss. Ja, okay. Tschüss. Na, wie geht's? Es geht. Ich habe mit Dr. Wiegand gesprochen. Die OP ist gut verlaufen. Wenn es keine Komplikationen gibt, dann wird Ihre Hand wieder in Ordnung. Hm. Schmerzen? Hm. Darf ich Sie was fragen? Ja, sicher. Es wird wohl eine Weile dauern, bis ich wieder arbeiten kann. Naja, wenn der Heilungsprozess gut verläuft, wird es sicher 1 bis 2 Monate dauern. Haben Sie denn keine Eltern, die Sie unterstützen können? Ja, die haben selber nichts. Außerdem bin ich vor 3 Jahren ausgezogen. Verstehe. Ich kann Ihnen nur raten, dass Sie zum Sozialamt gehen. Vielleicht haben Sie ja Glück und die übernehmen einen Teil der Kosten. Meine Eltern haben immer gesagt, ich kriege mein Leben nicht auf die Reihe. Ich wollte ihnen das Gegenteil beweisen, aber wahrscheinlich haben die doch recht gehabt. Selbstmitleid bringt gar nichts, Thomas. Sie waren einfach zu naiv. Sie haben gedacht, alles erledigt sich von selbst. Ich hoffe, Sie haben aus Ihren Fehlern gelernt.
Gehen Sie die Dinge einfach in Zukunft realistischer an. Also, wenn Sie mich brauchen, wissen Sie, wo Sie mich finden. Dr. Kleist. Danke. Helene! Oh, mein Schatz! Hallo, 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 hallo. Wo kommt ihr denn her? Vom Streichelzoo. Vom Streichelzoo? Ja, Paulchen fand es so interessant, dass er gleich eingeschlafen ist. Oh, ich drehe mal noch eine Runde mit dem Kleinen. Ja, gut. Ja? Okay. Ciao. Ja, und du? Wie geht's dir? Gut, aber mich hat eine Ziege beim Füttern gebissen. Was, wo? Da. Ach, da. Besser? Mhm. Wo sind denn die anderen? Arbeiten. Ist gar keiner zu Hause? Doch, Vivi und Nele lernen Englisch. Da kommt Christian. Hallo. Da bist du ja wieder. Na? Na? Mhm. Endlich vermisst. Und ich euch. Ist alles in Ordnung bei euch? Ja klar, was soll nicht in Ordnung sein, oder Clara? Doch, es ist ganz viel passiert. Als erstes ist der Kleine von meiner Freundin Susanne weggelaufen. Wir mussten ihn wieder einfangen. Und dann haben wir in der Schule ein Fahrradtour gemacht. Und der Lehrer hatte schon nach der ersten Kurve einen Platten. Und ich habe für mein Gedicht eine 1 bekommen.